Ich habe gerade eigentlich das gleiche Video in Englisch gemacht, mache es jetzt nochmal in Deutsch, das jetzt in meiner Apocalypse-Stil. Ich habe das Spiel gerade noch in Englisch, werde es wahrscheinlich später wieder wechseln, da ich dann wieder mit meinem deutschen Let's Play weitermache. Aber ja, es geht hauptsächlich darum, wie, ob das Spiel es, das Upgrade, das DLC, es wert ist von der Zeit, vom Spielaufwand her, wie gut die Qualität ist. Die kurze Zusammenfassung wäre, es ist alles sehr High Quality, sie haben mehr gebracht, aber für viele Leute wird es wahrscheinlich zu wenig sein von dem, was sie neu gebracht haben. Die Kampagne dauert so um die 3 bis 4, vielleicht 5 Stunden, kann auch schneller gehen. Ich glaube, ich werde mit meiner Technomancer, mit meinem deutschen Let's Play ziemlich schnell durch sein, da es auf einer ziemlich niedrigen Weltstufe ist. Das ist jetzt immer meine Loot, die ich schon habe. Diese Waffe wird hauptsächlich gespielt, weil die einfach nur durch Gegner sich durchfrisst. Die Waffen sind cool, die Waffen sind sehr cool, was sie gebracht haben. Das haben sie hauptsächlich euch mehr von dem gegeben, was gut ist. Mehr Klassen draufgehaut, mehr Looting-Opportunities, mehr Loot-Möglichkeiten. Okay, die wollen mich gleich mal rushen. Gleich mal meine Aufmerksamkeit wegnehmen. Sie haben sehr viel guten Content gebracht. Aber im Endeffekt wird es für die meisten Leute einfach zu wenig von dem sein. Die Kampagne ist gut. Sie haben sich ein bisschen in ihre eigene Ecke geschrieben, damit, dass sie wahrscheinlich nicht sehr viel Neues da weiterbringen können, so einfach. Weil sie hauptsächlich mit der Kampagne gesagt haben, dass sie mit den Main-Charakteren nicht so weiter schreiben und spielen können. Rückzug, 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 Rückzug. Wo bin ich jetzt? Okay. So wie es geklungen hat von der Kampagne, heißt es, dass die Main-Charaktere durch sind und dass es nur noch weitere Trials in der Future geben wird. Der ist nämlich deutsch-englisch gemischt. Das kann ich für die Trials in Deutsch heißen, wenn man die auf Deutsch nimmt. Versuche von Taya-Krater oder so. So was in die Richtung. Hopp, die Waffe ist gestört, die Waffe ist gestört. Durch den Boss durchfressen, das ist schon... Nein. Allein eine Frechheit. Schaut euch das an, verdammt. Okay, wo kann ich stehen hier? Wie kann ich stehen? Der Trial ist zwar noch nice, ist zwar nett, aber sehr competitive. Ah, im englischen Video habe ich das nicht gefunden. Im deutschen finde ich. Sehr competitive, also die Abwechslung fehlt mir da jetzt schon. Ich habe ihn einmal durchgespielt und will jetzt eigentlich ihn nicht nochmal durchspielen, weil er auch sehr lange dauert. Er dauert ewig, 2 bis 3 Stunden. So höher die Stufe wird, umso länger wird er wahrscheinlich auch dauern. Komm her, komm her, komm her. Oh, nicht gebracht. Sorry, Bro. Das heißt, der wird sich auch ziehen immer wieder und immer länger herausziehen. Die Loot ist zwar gut und man kriegt auch sehr viel Loot, aber die Abwechslung fehlt einfach. Das heißt, es wäre wahrscheinlich besser, wenn sie in der Zukunft oder auch bei diesem DLC alleine auch mehr Expeditions gebracht hätten. Wir ein paar Bossfights recycelt hätten, wie der erste Sturm-Bossfight ist ja ein recycelter Bossfight von, wie war sein Name, Jagak und das in die Richtung. Also sowas wäre gut. Ich würde mir noch einen Commander Erishigar, Commander Redhead, Bossfight wünschen. Das wäre gut, wenn sie da noch einen Bossfight bringen mit einem gratis Update. So wie Eye of the Storm aufgebaut, da müssten sie auch nicht so viel dann machen, theoretisch. Dass das so extensiv ist? Extensive? God damn it. Das habe ich gerade vor kurzem das Deutsche aufgenommen und jetzt liegen mir noch die ganzen deutschen Wörter im Kopf. Ich verwirre mich nur selbst. Ich verwirre mich nur selbst. Aber ich werde so weiter machen. Deutsch und Englisch für mich. Drop for Outriders, wie es ausschaut. Außer die Outrider deutschen Views sind dann ganz niedrig. Dann werde ich nicht so weitermachen. Dann bleibt alles Englisch. Weil die meisten Deutschen können sich ja das auch in Englisch anschauen. Da sie ja zweisprachig sind, da unser Schulsystem nicht so abgeäfft ist in Amerika oder England, schätze ich mal. Jetzt kann ich endlich drüber maulen, wo ich keiner fährt.
von den englischen Leuten. Ja, na, lasst uns nicht über das englische Schulsystem reden. Da kriege ich schon genug in Noah Get the Boat mit. Das ist eigentlich englischer News Subreddit, kann man sagen, oder amerikanischer, ja. Ich weiß nicht, ob die Briten da viel besser oder schlechter sind. Da kriege ich sehr viel amerikanische News in Noah Get the Boat mit. Ja, deprimierend ist so, aber auch sehr viel islamistische News, sehr viel Kriegsnews, schlechte Sachen. Nein, das sind Kriegsnews, die sind immer schlecht. Und sein Content bitte schon direkt in die andere Richtung, wo es eigentlich nicht hingehen sollte. Sollte über Outriders reden, dann fress ich halt keinen Schaden und lieber nicht den Sniper Schaden. Komisch, wenn ich ja den Ground Pound feste, dann den Sniper Schaden. Aber der Sniper Schaden stunt mich viel mehr. Okay, wo geht's da weiter? Hier unten geht's weiter. Ich werde schon zu viel von der Wasserpause, die kriege ich hier nicht wegrennen und Wasserpause. Ja, ja, ja. Ich bin ein großer Outriders-Fan, aber ich bin auch ein Pessimist und sehe sehr viele Dinge sehr kritisch. Deswegen weiß ich auch, dass man immer mehr verlangen könnte und die Leute auch gern mehr verlangen, überhaupt die Outrider Elite, die das Spiel schon am ersten Tag durchgezockt haben, da die Kampagne so kurz war. Ich war auch ziemlich schnell fertig. Und mit den Trials, die habe ich auch im ersten Versuch geschafft, weil die Gear mich ziemlich stark macht, die ich bekommen habe. Und das ist einerseits ziemlich gut, weil dann die Endgame Expeditions nicht zu lange brauchen. Das war überhaupt für mich als Trickster, ich glaube Devastator und Pyro waren sehr OP. Für mich als Trickster war es auf jeden Fall sehr willkommen, dass ich bessere Loot bekomme. Ich habe die damals die Expeditions alles mit der gleichen Waffe noch gespielt. Alles mit deinem Shotgun. Verbogene Kugeln oder bist Deutsch besser? Keine Ahnung, keine Ahnung. Oh, die Sniper sind zurückgeblieben. Das passt gerade. Können wir schnell auswerfen. Die Story ist gut. Die Story war damals auch schon sehr gut. Warum machen die so viel Schaden? Verdammten Sniper von Marksman. Die Story war immer schon gut bei Outriders. Meiner Meinung nach, die Charaktere sind immer schon gut gewesen. Ob dass das nicht sofort explodiert, ist eine Frechheit. Ich schreibe eine Beschwerde. Kann nicht sein. Ich habe einen Beschwerdebrief geschrieben. Red Girls must explode fast. It is critical point of this game. It takes too long. And they always explode in my face. Verdammt, weg mich ins Englisch, wenn ich mal deutsche Videos mache. Ja. Also falls ihr Outriders schon gespielt habt, ist es definitiv wert. Für Neuankömmlinge ist die Frage, ob die sich für ein 3 Story DLC weiter Fortsetzung Spiel kaufen werden. Das wäre die große Frage. Ich weiß gar nicht, wann der mal keinen Nuclear Strike heruntersetzt, bevor wir auch in der Zukunft kommen. Also nicht das Update, sondern in-game jetzt. Kommt noch eine Bombardierung von den Commanders. Und dann Rückzug! Der Moloch Bossfeind kommt zum Schluss. Der wird auch ziemlich intensiv und schwer werden. Vielleicht. Also die Waffe ist wirklich so gut, dass sie da mich auch durchcarried. Was sein kann. Dann wird auch euch zum Bombardieren den Bastard. Wer bist du? Guter Mann. 50 rounds for the save. Mein Controller disconnected. Meine Build ist jetzt ziemlich auf Load Wrapping fokussiert. Ob ich die welche Loot dafür bekommen habe, aber ich habe immer schon Load Wrap langsam ums Falle. Hunter Braille, Vanguard Charge, wie ich es nenne. Und die Kugeln gespielt. Eine Mischung aus rein verlangsamer
und schießt sie zu Tode. Eure andere Sachen waren, ja, waren meins. Ich habe sie doch einmal durchprobiert, aber die Sachen haben mir bis jetzt am besten gefallen. Daneben, daneben, lass mich hupfen, wirklich, nein, verdammt. Das ist vom Vanguard Charge zwischendurch einfach nicht funktioniert. Ein Mass Effect und in diesem Spiel. Ich mal da mal ein Slow Trap hin. Better than to have a slow trap, no trap. Sniper wieder. Okay, zurück. Die erste Welle hier ist verdammt langsam. Das ist jetzt verdammt viel gefightet schon. Das ist sowieso ein schwieriger Raid, den man machen kann. Deswegen mache ich den meistens ein paar Stufen niedriger, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mit meinem Loot ziemlich weit carryen kann. Das ist ein Level höher. Ich habe nichts upgegradet noch. Das heißt, es wird wirklich ein ziemlich starker Waffentest sein. Wir schauen, wie gut mich die Waffe weiterbringt. Ist wrong. No, you're back. God damn you. Is he dead? Oh, verdammt. Mein Sniper hier erwischt. Sicher. Die Waffe stunt die Gegner auch ziemlich gut, also verdammt, diese Overpower, die wird mich durch das ganze Spiel carryen. Das ist die Ersatzwaffe, meine Shotgun, meine Violette. Ja, es war nur eine Violette, die ist austauscht. Ich habe auch eine goldene Shotgun im Schlepp. Das ist die Ding. Die Ding, die ist auch ziemlich stark, hat auch einen langsamen Effekt drauf, aber nichts. Das Beste im Vergleich zum Emerald Chaos. Weiß nicht, ob ich es euch gezeigt habe. Diese Waffe spiele ich. Ich kann es eigentlich ins Deutsche jetzt gleich wechseln. Machen wir das gleich mittendrin einfach. Mittendrin. Options hier. That's one of our pods. Englisch. Deutsch. Ich will das Spiel in Deutsch weiterspielen. Ja, Einstellung übernehmen. Da jetzt kannst du es euch in Deutsch auch durchlesen. Macht es für mich auch leichter. Ich werde nicht so lange drauf bleiben, aber ich habe jetzt schon ziemlich viel Gold Loot erhalten. Mit drei Effekten drauf. Und die drei Effekte, die machen einen riesigen Unterschied mit der Schwierigkeit des Spiels. Falls ihr Outriders gestockt habt und gemögt habt, ist dieses Upgrade ein No-Brainer. Ich hoffe, sie bringen noch ein bisschen Gratis-Content extra dazu. Der wäre sehr willkommen, da das DLC ziemlich kurz war. Wenn sie so gut vorausgeplant haben, dass sie dieses Spiel lange am Leben behalten wollen, wirklich eine Franchise daraus machen, dann sollten sie auf jeden Fall einmal pro Monat vielleicht eine neue Expedition rausbringen. Ich glaube nicht, dass das Team so groß ist, dass es eine wirkliche neue Expedition bringen könnte. Aber viele Spiele nowadays, neue Spiele, die haben ja einen ziemlich guten Plan, wann sie neuen Content rausbringen wollen. Jetzt bin ich in meinem Boot verflucht. Wow, wo bin ich jetzt hingehupft? Verdammt nicht. Get me out of here. Verdammt. Oh je, oh je. Ja, dieses Level ist nicht so leicht. Hier mal durchmördern, dann geht schon wieder besser. Wo bin ich denn überhaupt? Du musst weg. Ich muss schauen, dass ich irgendwo stehe, wo ich mich die Sniper nicht erwischen. Auf, hör auf. Hör auf damit. Kommt der Captain. Commander. Vorhut. Wenn es nicht Commander Vorhaut ist. Verdammt. Wo kommt der Witz her? Die Speedruns noch drin, die halten ewig lang mit der Waffe. Die hat einen ziemlich guten Kombinationseffekt mit den Speedruns. Verdammt, dass er nicht bekommt. Die sterben mitten in der Luft. Nein, ich brauche keine Muni. Ich brauche nie Muni mit der Kombination gerade. Ich muss in Deckung stehen. Ja, zu viel eingesprochen.
längliche Wörter im Kopf. Das wird nicht nur deutsche Pläne, wird Elex fertig spielen sein, Elex 1, dann die Elex, das Elex Let's Play mit einem Fallout New Vegas Permadeath Let's Play zu wechseln, auszutauschen, Mass Effect Andromeda wird wahrscheinlich noch länger brauen. Wie tut es dir? Wenn ich so keine Ahnung habe, vielleicht kann ich jetzt einfach. Muss man Sixpack aufbauen, okay. Und dann muss man Entscheidungen treffen, ob Sixpack oder Bier. Verdammt! Ich habe keine Fähigkeit, nicht einzusetzen können, das hat mich fast gekillt. Ich wollte doch nur teleportieren. Das wäre nicht das erste Mal, dass mich das killt. Ich weiß nicht, ob das schlechter geworden ist. Ich habe das Gefühl, dass ich das so stark in jede Richtung teleportieren kann. Was sehr wichtig ist, wenn dann in Deckung kommt, der wieder oder weg von den ganzen Explosionen. Und du. Ja. Fallout Permadeath wird nach Elex das neue deutsche Let's Play sein. Als Permadeath. Mit sehr viel Fokus drauf, dass ich das durchziehe im nächsten Versuch. Ich habe ja schon zweimal in Englisch versagt. Deutsch wird die Lösung sein. Und Fallout 3 werde ich dann in Englisch machen. Das heißt, Juli wird Englisch ein Stray Let's Play kommen. Das deutsche Elex Let's Play wird bald mal fertig sein. Ich bin mir fast sicher. Outriders werde ich vielleicht mischen, kommt davon, wie gut die Zuschauerzahlen sind. Das große Problem mit deutschen Commentary-Sachen ist, dass ich es nicht so gut auf anderen Webseiten vermarkten kann. Verdammt, wo bin ich da jetzt reingehoben? Give me the slow trap! Okay. Okay, so knapp wieder. Ja, das ist schon schwerer. Obwohl ich mich mit Monstern immer leichter tue als mit Menschen. Ich lebe auch. Katzen sind einfach viel leichter zu bändigen. Habe ich davon ein Stray Let's Play schon wieder erzählt, was in Englisch kommen wird. Stray ist das Katzen-Game. Cyberpunk Katzen-Game, falls ihr das gesehen habt. Da habe ich auch ein kurzes Video auf meinem Kanal. Das wird in Englisch kommen. Vielleicht auch in Deutsch, vielleicht mache ich wieder beides, wenn das wirklich so kurz ist auch. Dann kann ich eigentlich in beides investieren. Obwohl das immer ein bisschen kompliziert sein wird. Aber vielleicht ist das erzählungswert. Ja, kommt davon, wie die Views sind. Okay, dieser Teil wird sehr intensiv sein. Also werde ich wahrscheinlich mich sehr stark konzentrieren müssen auf Gameplay. Wie schaut's aus? Meine Filter sind ziemlich stark visible. Sehbar. Ich bin vom Gameplay her definitiv ein großer Outriders-Fan. Outriders ist einfach cool. Das Spiel macht Spaß. Ich habe Destiny auch gespielt. Ich finde es definitiv besser als Destiny und Call of Duty-Spiele. Moloch ist hier als Thumbnail. Du schon wieder. Das hat gleich mal Slow Trappen. Ich hab schon bessere letzte Worte gehört. Der Typ wird ja auch ziemlich viel Schaden machen. Die Captains sind sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Ich werde sehr viel herumlaufen und mich wahrscheinlich konzentrieren müssen. Obwohl, er kommt schon. Sehr viel Slow Trappen. Er kommt schon wieder her. Ich werde mich wahrscheinlich auch sehr stark darauf fokussieren, dass ich die Captains loswerde. Er ist wieder da. Also, dieser Part wird nicht so viel geredet. Nein. Fokussiert. Der Vorhut ist wieder da. Ah, okay. Ich habe gar keine Twisted Rounds drin, was stimmt nicht. Ah,
abzuführen für die Protein, wenn man noch mehr. Nein. Den toten Captain. Oh boy. Wo kommt ihr denn her auf einmal? Rückzug. Wir haben auch Schockern. Oh, hier haben wir mehr Gegner. Float trapping it up. Ja. Mal den Killen da. So, schlechter Teleport. Das war ein ganz schlechter Teleport. Ganz schlechter Teleport war das. Oh, danke. Danke. Das hat mir gerade echt das Leben gerettet, Alter. Echt jetzt. Echt, wenn der mich da nicht rausgezogen hätte, wäre ich echt gestorben. Das war sehr hilfreich. Beförderung für dich in der Zukunft. Okay, wo renne ich denn jetzt hin? Hier herum. Captain muss sterben. Captain muss sterben. Gut. Aber es sind weitere Captains gekommen. Ah, kein Captain. So einer. Ich muss mich mal durch andere Leute aufsuchen, mördern. Komm, lass mich teleportieren. Verdammt. Warte, wie es nicht geht. Fotos. Die kleinen Mann. Ich mache wie Schaden mit dem Ding. Das darf in jede Richtung dann ein bisschen Schaden machen. Und von den kleinen Gegnern kriege ich dann auch wieder Muni zurück. Nein. Bin sie gern. Nee, das ist tot. Oder? Ah, das Ding ist. Das Ding ist Elex und. Und Star Wars. Oh no, da. Würde ich auch Blade blätten. Okay, ich stehe mal hier drinnen und schau, was ich machen kann. Nein, laufen wir weg. Mal noch bei der Hälfte. Mal weg für dich. Verdammt, mal noch. Ich muss nicht ein. Okay. Gut. Gut, da haben wir jetzt noch was Schaden reinbekommen. Reden und fighten in diesem Spiel ist zwischendurch echt schwierig, verdammt. Oh, aber schaut so aus, ob. Er teleportiert mich ins Nichts, danke. Also sollte ich dich am Leben lassen. Echt hilfreich, echt hilfreich. Das Motto. Jetzt mal wieder extra Schaden. Grab everything. Ja, meine Ausrüstung ist definitiv auf Slow Grabbing ausgerichtet. Rettet mir das Leben. Okay. Sieht gut aus, dass die Waffe einfach noch immer OP ist. Die wechselt mit dem. Wenn wir die Schubkern zum Spaß spielen. Ziemlich stark. Hier hat sich keiner mehr mit einem netten Schalldämpfer drauf. Und das war's. Wir sind direkt beim Landungskapselboot. Ja, meiner Meinung nach. Ich hoffe, dass sie weiterhin gratis Content bringen und nicht einfach darauf vergessen, dass die Community ziemlich Content geil ist. Die Kapsel gehört und dass jeder das Spiel gern mehr spielen möchte, aber mit noch mehr Content. Weil 6 Stunden für 40 Euro plus ist ein bisschen zu wenig. Und wie es ausschaut, schauen wir mal, ob wir gut Loot bekommen. Wir haben sehr viel blaue Loot bekommen, also zahlt sich das auch nicht wirklich so aus, dass man das Spiel sich kauft für den gleichen Content einfach weiterzuspielen und mit mehr Level-Niveaus, und sie haben einfach das Level erhöht und nicht so viel Content dazugegeben. 52. Aber es hat keine 3 Effekte, also werde ich es vernichten. Mit allem Blauen dazu. Das Spiel braucht mehr Content, ist so ziemlich, was ich sagen will. Und ich hoffe nicht, dass sie darauf vergessen.
Okay, hier haben wir diesen Herrn. Und dieser Herrn ist auch nicht. Ich habe noch nicht wirklich viel Loot bekommen mit dreifach Gear. Also kann sein, dass man bei den Expeditions auch nicht das wirklich bekommt. Das müsste ich vielleicht in der Kampagne looten gehen für die dreifach Gear oder die Trials halt probieren, was ewig lang dauert. Da muss ich mir fast 3 Stunden Zeit nehmen dafür, dass das sich ausgeht. Also kann das sein, dass das vielleicht noch ein bisschen schlechter ist, wenn man wirklich nicht die gute Loot von den Expeditions bekommt. Ist das echt schlecht. Also werde ich wahrscheinlich als nächstes Mal mehr in der Kampagne rumschauen. Oder einfach testen und fragen, was die Leute auf Reddit denken, ob man in den Expeditions einfach nicht gut... Ist es Emerald Chaos Gear? Irgendwas in die Richtung. Irgendwas in die Richtung heißt es. Das ist die Hauptfrage. Ob man das bekommt hier oder nicht. Ugh. Bluthändler. Marshall. Ja, nein, nein, nein. Ich glaube, es ist nicht viel weitergegangen bei der World Tier hier. Also werde ich vielleicht echt mehr durch die Kampagne spielen müssen. Oh, ich meine, sie haben zu wenig Content gegeben, dass man das vollkriegt. Es ist dann zu competitive im Endeffekt. Das ist, was ich sagen will. Sicher, der Content ist gut, aber es ist einfach zu wenig Gutes von dem Guten für den Preistag, den sie gegeben haben. Und wenn sie es schaffen würden, jede Woche eine neue Expedition einzuführen, selbst wenn es nur was Kleines ist wie eine Reskinned Fisherman Expedition, Respinned Commander, Respinned, neu gemachte Commander Eschige Expedition, dann wäre das ziemlich gut. Dann hätten sie einen guten Zukunftsplan für dieses Game. Aber sie haben, glaube ich, nichts angekündigt in diese Richtung. Also wird es wahrscheinlich auch nicht passieren. Sie werden vielleicht wieder in 4 Monaten sowas geben, wo es 4 neue Expeditions bringen oder einen ganzen neuen Trial. So hat es eher ausgeschaut von Outriders Content in der Vergangenheit. Oder sie werden sich mehr auf einen neuen großen Story DLC verlassen. Was von der Story her ausschaut, als werden sie einfach nur einen neuen Trial in 4 Monaten bringen, gratis oder mit Price Tag. So schaut's für mich aus. Um die Content, den Story Content weiterzubringen. Wenn ihr gesehen habt, wie der Trial endet, schaut so aus, als wäre das von der Story her das Einzige, was sie neu bringen könnten. Ach. Weil die Endgeschichte eher darauf hindeutet, dass sie das machen. Der Durchgang. Ja, ich habe mich da durchgespielt. Es hat fast 3 Stunden gedauert. Also, das ist fast zu lang. Das ist fast zu lange. Sie könnten ja auch versuchen, kürzere Trials zu bringen. Wo ist die Questkarte nochmal? Hier zum Beispiel. Hier einen Trial rüber. Die Prüfung der Wildnis, hier ein Trial über die Prüfung der Wikingerboote zum Beispiel, was man in diese Richtung ja erlebt hat, Main Story-wise, und vielleicht nur von der die Hälfte bis circa hierhin den Trial machen, sodass der gute 2-Stunden-Trial ist, ein kleinerer Trial. Er muss ja nicht ewig lang sein. Das wäre eine gute Kombination für die Zukunft. Aber das wird dauern wahrscheinlich, das wird dauern. Also werde ich wahrscheinlich, ich werde versuchen täglichen Outrider-Content zu bringen. Aber ja, kommt drauf an, welche Spiele in der Zukunft noch rauskommen. Und ja, für dieses Monat wird es auf jeden Fall täglicher Outrider-Content sein. In Deutsch oder Englisch. Und das sind wieder genau 30 Minuten her. Ja, Peace out und mehr Technomancer-Content willkommen, wird kommen.